So, herzlich willkommen bei unserer Montagsrunde. Und ja, ich meine, das Thema ist in aller Munde. Wen wundert es? Wir haben eine Epidemie, die Corona-Epidemie. Und das stellt natürlich alle vor Herausforderungen. Und gerade die Digitalisierung des Internets bietet da Möglichkeiten. Und wir haben uns zwar mal kurz gefragt, ist das ein Thema? Aber das ist definitiv ein Thema, weil sie können da jetzt richtig agieren. Und der Gerrit hat auch auf seinem Kanal, das werden wir nachher noch posten, auch schon einiges darüber erzählt. Thema Homeoffice und sowas, da wird er uns gleich auch was dazu sagen. Und ja, ich führe da mal quasi hin in diese Richtung, weil wir machen das ja schon lange. Sie sehen, ich sitze mal hier zu Hause, dann mal wieder im Büro. Der Gerrit ist sehr konsequent, der sitzt immer an seiner gleichen Stelle, weil sein Home is your office. Ne? My home is my office ist es quasi, weil Gerrit ist ja, du bist ja da schon lange, machst das ja schon ewig. So, und ich denke, wir können einfach da unsere Erfahrungswerte einfach an Sie weitergeben. Es gibt aber auch, sag ich mal, Dinge, die wir schon lange sagen, die Sie online tun sollten im Online-Marketing. Das wollen wir noch mal kurz zusammenfassen, damit Sie wissen, was Sie jetzt machen können. Ich hatte eine Idee. Darüber hatten wir auch schon gesprochen. Damit würde ich gerade mal kurz anfangen. Das ist, schauen Sie doch noch mal rein, dass Sie überall auch wirklich gelistet sind, dass man Sie überall finden kann, dass Ihr Unternehmen in Google Business drinsteht, ein Eintrag bei Google. Fragen Sie immer gerne übrigens an mailhandel@gartentechnik.com oder die Rufnummer kommt noch mal ins Video unten rein. Fragen Sie gerne bei uns an, wenn Sie da was wissen wollen. Also Google. My Business, dann Yelp ist auch nicht verkehrt. Das ist auch noch ein Karteneintrag, den man machen kann, dass sie bei den Herstellern auch auf deren Webseiten gelistet sind und dass das einfach passt. Genau, dass sie wenigstens diese zwei Portale schon mal bedienen. Und es gibt das Gleiche auch noch bei Microsoft. Bei Bing kann man sich auch eintragen lassen, wenn man das möchte. Ist jetzt nicht ganz so relevant, aber also auf jeden Fall schon mal Google Business da den Eintrag machen. So, das ist so mein erster direkter Tipp und ich weiß, du fängst jetzt noch mal von woanders in, leg mal los. Nee, ich glaube, das ist doch ganz, das ist völlig okay und wir können das auch ruhig sozusagen ein bisschen mischen. Die Idee für diese Session hier heute sind da zwei Teile, das hat nämlich auch schon gesagt. Wir wollen einmal darüber reden, was Sie vor Ort machen können, also wo Sie Ihre Mitarbeiter schützen können, wie Sie vielleicht doch Homeoffice benutzen können, auch wenn Sie gerade denken, der Alka spinnt, ich muss hier im Laden stehen. Ich glaube, das ist nicht so und zumindest nicht bei allen von Ihnen, denn Sie haben auch ein Backoffice mit der Buchhaltung etc. Und der zweite Teil, der beschäftigt sich dann ganz konkret damit, wie Sie diese aktuelle Situation auch sinnvoll nutzen können. Denn ich habe also gestern, um genau zu sein, mit meinem Vater gesprochen, der war ja jahrzehntelang Motorgeräte- und Landmaschinenfachhändler. Und er hat gesagt, das könnte eine ziemlich gute Saison werden, denn der Frühling ist schon da, die Saison hat ja schon vor Wochen angefangen und jetzt werden die Leute gezwungen, zu Hause zu sitzen. Zumindest ist es absehbar, dass das passiert. Da müssen die sich ja irgendwie beschäftigen. Und das könnte ganz schön lang dauern. Und dann habe ich so gedacht, da könnte man mal drüber sprechen. Aber das ist der zweite Teil. Aber fangen wir mit dem ersten nochmal an. Herr Michael hat das schon gesagt, wir machen das ja schon lang. Um das mal ganz konkret zu machen, Gartentechnik.com hat 2002 angefangen, als Firma gegründet wurden wir dann 2003 und eigentlich so ab 2004, spätestens 2005, da sind wir komplett virtualisiert. Das heißt, wir sitzen zuerst mal ja gar nicht an einer Stelle, also wir haben verschiedene Standorte und dazu kommt, wir machen das alles virtuell, also alles über das Internet. Also wenn wir hier so eine Montagsrunde machen, dann ist es gar nicht anders, als wenn wir miteinander sprechen. Da läuft das nämlich ganz genauso. Und das ist genau der Punkt, wo wir auch sehr viel Erfahrungswissen haben, also jetzt aus 15 Jahren, auch was halt schwieriger ist und was halt einfacher ist, wenn man nicht zusammensitzt. Aber das ist etwas, worüber wir sprechen wollen und weil wir da, denke ich, eine ganze Menge Erfahrung haben. Aber jetzt nochmal ganz zurück zu dem Punkt einfach. Meine These ist,
sie haben, also spätestens die etwas größeren Händler, Motoristen, die haben alle ein Backoffice, die haben die Buchhaltung vor Ort sitzen, aber das sind Menschen, die meist ja gar nichts anderes machen oder primär an einem Computer sitzen. Und da ist halt schon die Frage, wollen Sie wirklich, dass die auch heute vor Ort sitzen? Weil wenn dann Ihr Laden ausfällt, fallen ja auf einmal alle aus. Also es hat die Frage, können Sie das vielleicht ein bisschen auch in die Länge ziehen, sodass die, die zwar vor Ort sein müssen, erstmal noch vor Ort sind, die anderen aber schon ins Homeoffice gehen. Und da wäre halt mal, müssen wir halt mal drüber reden, was da so die Voraussetzungen sind. Und vielleicht, Michael, du bist ja sozusagen als Mitarbeiter in der Situation, dass du da im Homeoffice bist, aber du machst das ja gern. Es ist ja jetzt sozusagen kein Zwang, dass wir gesagt haben, du musst ins Homeoffice gehen. Ganz im Gegenteil, wir haben ja damals in Osteuropa ein Büro gemacht, weil ihr gesagt habt, wir wollen nicht im Homeoffice sein oder nicht nur. Und vielleicht erzählst du einfach mal, was so die Voraussetzungen sind, was man dafür braucht. Und ich meine jetzt nicht nur technisch, sondern auch organisatorisch zu Hause und was sozusagen die Vor- und Nachteile sind. Dann können wir darüber ein bisschen reden. Ja, gerne. Also die Voraussetzungen, fangen wir mal mit den technischen an. Ist natürlich, das Beste ist, wenn man einen Laptop hat. Anders ist es natürlich bei den Händlern, die vielen noch stationär und im Netzwerk haben. Da muss man natürlich gucken, ob das überhaupt machbar ist, ne? Also wenn vieles lokal installiert ist, ist es natürlich schon problematisch. Aber spätestens jetzt sollte man sich dann für die kommenden Jahre sagen, virtualisieren Sie das auch. Also Ihr Büro muss im Prinzip portabel sein, ja. Und das ist eine Voraussetzung. Wenn die erfüllt ist, brauchen Sie natürlich ein einigermaßen gescheites Notebook daheim und oder auch einen Rechner, das spielt keine Rolle, und eine entsprechende Internetleitung. Mehr brauchen Sie ja nicht. Das haben die meisten auch schon so zu Hause und da müssen Sie sehen, welche Arbeiten Sie da im Prinzip mit erfüllen können. Organisatorisch, ansonsten habe ich eigentlich auch nicht mehr viel hier, was man macht. Jetzt bin ich nicht alleine zu Hause, sondern die Familie ist ja auch da, die Kinder sind hier, die Schulen sind geschlossen. Ich habe in dem Fall das Glück, dass meine Frau auch größtenteils von zu Hause aus arbeiten kann. Das ist natürlich ein großer Vorteil. Aber wir müssen uns schon mit den Arbeitszeiten natürlich richtig abklären. Also wir haben gestern uns hingesetzt, uns einen Plan gemacht wirklich, um zumindest mal, geschäftlich würde man sagen, Slots zu haben, die jedem gesichert sind. Also Zeiten, wo man sagt, du kannst jetzt dort arbeiten und wirst auch nicht gestört. Das ist einfach wichtig. Und auch die anderen Dinge haben wir tatsächlich so organisiert. Die Kinder sind noch relativ klein, also muss da auch irgendwie nicht nur Bespaßung sein, sondern auch das andere organisiert werden, das Lernen und sowas. Also wer natürlich da niemanden an der Hand hat, der ist natürlich irgendwie drauf und dran, sich jemanden organisieren zu müssen oder vielleicht auch zusammen noch etwas zu organisieren. Es wurde ja auch gesagt, kleinere Gruppen, die dann vielleicht aber auch so bleiben, wären unproblematisch. Das muss man mal sehen, was die Zeit da bringt. Also das gehört halt einfach mit dazu, das Drumherum mit zu organisieren, die Freiräume zu schaffen. Und in Ihrem Fall müssten Sie vielleicht dann tatsächlich auch das den Kunden kommunizieren, dass sie in bestimmten Kernzeiten auf jeden Fall erreichbar sind und dass natürlich die Bearbeitung der Anfragen unter Umständen etwas dauern kann. Also das würde ich jetzt, was mir so spontan einfällt. Ja, das war auch genau das, was ich meinte mit organisatorisch, weil mir ging es jetzt gar nicht so um betriebsorganisatorisch, sondern wirklich halt vor Ort. Ich habe das gleiche ja hier. Meine Partnerin ist auch, kann regelmäßig in Homeoffice gehen, jetzt sogar permanent, ja, was ich persönlich jetzt als Vorteil ansehe. Aber ich will jetzt nicht sagen, ein Hoch auf das Virus, aber das ist natürlich sehr positiv, weil man halt sehr viel Zeit sozusagen miteinander verbringt, auch wenn wir jetzt halt gerade getrennt voneinander sind und in unserem Büro sitzen und dort arbeiten. Aber das funktioniert halt gut und wir haben auch so eine ganz einfache Regel, wenn die Tür zu ist, die Tür zu. Das heißt dann, wahrscheinlich telefonieren wir gerade oder machen etwas, wo wir halt auch nicht gestört werden wollen. Das sind so einfache organisatorische Dinge, die man dann halt auch eingehen muss, weil das sonst halt nicht klar sichtbar ist. Aber muss man auch reden, das ist so, wie man im Unternehmen auch über gewisse Abläufe einfach reden muss. Mir ist aber natürlich auch klar, für viele ist das halt jetzt komplett neu, die das jetzt machen. Und ich will einen Punkt von dir nochmal aufgreifen. Du hast so gesagt, man braucht halt ein Notebook. Das ist halt bei vielen Leuten nicht so, dass sie eins haben. Und das ist etwas, wo Sie als Unternehmer jetzt sagen sollten, okay,
bevor mir alle meine Leute ausfallen und alle gleichzeitig krank werden. Das ist ja das größte Problem an der Sache. Will ich lieber, investiere ich gerade mal in ein neues Notebook und du hast gesagt, wegen Virtualisierung, also Software wie von Seediger und auch COS, die lassen sich virtualisieren und auch von extern benutzen. Dafür braucht man dann einen Server, worauf die Leute von außen zugreifen können. Ich weiß, dass viele Händler das auch schon haben, aber das natürlich jetzt bei einigen, die das jetzt erst im Zweifel mal initialisieren, kaufen müssen und natürlich auch ein Notebook kaufen müssen, aber das kann man ja noch relativ schnell hinbekommen. Das kann Amazon einem auch liefern. Ich weiß, Amazon ist nicht der Freund, aber das kommt dann sozusagen in Päckchen oder von wem auch immer. Im Zweifel kann man es auch noch selbst kaufen gehen. Muss man aber nicht unbedingt, denn ich glaube, das ist im Moment so das Ziel, was wir alle haben. Wir wollen halt versuchen, möglichst wenig Kontakt nach außen zu haben. Da müssen wir auch nachher nochmal zu kommen, wie Sie das mit den Kunden machen können. Die andere Frage, jetzt mal organisatorisch auf uns gesehen. Ich habe, so hast du es ja auch schon gesagt, ich habe vorhin ein 20 Minuten langes Video gemacht, was wir so an Tools einsetzen. Aber da du es wahrscheinlich auch nicht gesehen hast, kannst du jetzt einfach mal sagen, was denn deine Meinung ist. Was sind denn sozusagen die wichtigsten Tools, die man braucht, damit man halt in Kontakt bleiben kann? Also für die Kommunikation ist es natürlich wunderbar, dass wir einen Messenger haben, den wir gemeinsam benutzen können. In dem Fall ist es Telegram. Das ist kein Muss. Die meisten haben WhatsApp. Das geht auch. Es gibt noch andere, Signal und sogar den Facebook Messenger. Also Messenger gibt es mehr als genug. Man sollte sich halt dann auf einen festlegen. Telegram hat halt diverse Vorteile. Signal ist von der Sicherheit nochmal deutlich besser. Wobei Telegram da auch schon sehr gut ist. Also das muss jeder mal entscheiden und vielleicht auch fragen, was die Mitarbeiter haben, und dann würde man sehr wahrscheinlich das Tool einsetzen, was die meisten haben, um da nicht noch mehr Aufwände zu erzeugen. Die braucht man gerade nicht wirklich. Und das ist das eine. Aber stopp, bevor du weitergehst. Ich finde es völlig richtig. Ich habe auch gesagt, das ist die Kernbasis, also sozusagen ohne einen Messenger, den alle benutzen und wo es Räume gibt für verschiedene Themen und so weiter, funktioniert gar nichts. Aber warum ist das so wichtig? Also sag mal aus deiner Perspektive, warum brauche ich diesen blöden Messenger? Ich habe ja auch ein Telefon, also ich kann ja permanent mit den Leuten telefonieren oder ein E-Mail schicken oder sonst was. Man, warum einen Messenger? Also ich meine, der große Vorteil am Messenger ist im Prinzip eigentlich die Reaktionszeiten, die wir haben. Und ich finde natürlich auch, das ist etwas, was nebenher läuft. Das verschafft mir einfach auch Zeit. Ich meine, es kommt ja nicht immer direkt eine Antwort zurück. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Das erwarte ich auch nicht unbedingt. Aber ich kann einen dringenden Anlass direkt kommunizieren und weiß, dass ich früher oder später eine Antwort bekomme und das ruhen lassen. Ne? Telefon hat das Problem, ich versuche anzurufen, ist vielleicht besetzt oder besetzt, weiß ich nicht. Das braucht immer mehr Kommunikation als das Schreiben. Und das Schöne an Telegram ist auch, es ist hier auf dem Desktop nutzbar. Das heißt, ich kann schreiben, ich muss nicht auf dem Handy rumtippen. Ne? Das ist für mich eigentlich der größte Vorteil, kommunizieren zu können, aber von der Kommunikation nicht gestört zu werden, beziehungsweise die Kommunikation aufzublasen unnötig. Das würde ich sehen. Und natürlich hat es technische Vorteile. Ich kann alle Medien darüber verschicken, Links, Dokumente, Dateien. Und es sammelt auch sich nicht so ein E-Mail-Berg mit verschachtelten E-Mails, die schwer nachvollziehbar sind. Man kann auf einzelne Nachrichten direkt antworten mit einem Rechtsklick, damit der Kontext bestehen bleibt. Das ist auch, sage ich mal, etwas, was man tun sollte, weil sich sonst in der Kommunikation irgendwie auf einmal Fragezeichen auftun. Worauf bezieht sich jetzt gerade seine Antwort? Das sollte man berücksichtigen, wenn man so ein Tool nutzt, dass der Kontext erhalten bleibt. Und ich glaube, das ist gerade für Sie sehr wertvoll. Also wenn es darum geht, hat ein Kunde dies oder jenes bekommen, man könnte einen Raum Werkstatt aufmachen, einen Raum Bestellung, also einzelne Gruppen und darüber dann kommunizieren. Da muss dann eben auch nicht jeder drin sein. Das ist ja der Vorteil an diesen Räumen. Den Mann aus der Werkstatt interessiert es nicht, ob Kunde XY eine Rechnung bekommen hat. Das kann man so schön aufteilen und das sind echt nur die Leute drin, die es interessiert. Ja. Und zudem ist es natürlich schön auf dem Desktop, aber eben auch auf dem Handy installiert. Das heißt, wenn man doch mal irgendwo unterwegs ist, kann man und einen kurzen Moment Zeit hat, kann man da auch eine Frage beantworten oder selber eine stellen.
Es ist halt vor allem informell. Das finde ich ist auch der Riesenunterschied zu E-Mails und so. Da braucht man keinen sehr geehrter Herr Blah reinschreiben, sondern man schreibt halt einfach, was einen gerade bewegt. Und der, der sieht und sich auch dann von inhaltlich da irgendwie angesprochen fühlt, wird schon darauf antworten. Das ist ja der Riesenunterschied. Und ich glaube, das kennen die meisten von Ihnen auch. Ich meine, Sie haben alle Messenger so oder so im Einsatz und ja auch häufig zu den Kunden. Nur in einer Homeoffice-Situation, wenn die Mitarbeiter halt nicht am Platz sind, dann ist das die informelle Möglichkeit einfach und halt asynchron zu kommunizieren, weil sonst haben sie halt immer das Problem, dass sie stören. Das dürfen sie ja nicht vergessen. Jemand, der jetzt zum Beispiel ihre Rechnungen schreibt, der arbeitet ja, der muss ja denken in dem Moment, wenn da permanent das Telefon geht, dann macht er seine Arbeit nicht mehr. Das heißt, der muss selbst entscheiden können, okay, jetzt habe ich die Moment Zeit, wo ich da reingucke und sehe, ah, okay, ich wurde direkt angesprochen oder es geht um ein Thema, was mich betrifft, dann antworte ich darauf und dann kann ich weiterarbeiten. Aber da klingelt nicht das Telefon oder sonst irgendwas. Und das ist halt ganz, ganz wichtig, weil gerade im Homeoffice das halt nur eine zusätzliche Ablenkung ist, die sie gar nicht haben wollen und die halt auch neben der Organisation, also jeder, der Homeoffice macht, zu Hause lösen muss, dann nur noch eine Störquelle bringt. Und das wollen sie halt nicht. Sie wollen halt ruhiges, vernünftiges Arbeiten da gewährleisten. Das ist halt super wichtig. Und deshalb ist halt das die elementare Sache. Außerdem neben den Medieninhalten, die man teilen kann, kann man halt zum Beispiel auch Links zu Trello und Jira teilen. Und das ist jetzt der Teil, wo ich das zumindest das Gefühl habe, dass unsere Kunden sowas nicht im Einsatz haben. Vielleicht erzählst du mal, warum wir das eigentlich noch brauchen, weil das ist ja sozusagen das Kernelement eigentlich. Genau, wir haben, wie gesagt, der Messenger als Teil der informellen Kommunikation dazukommt. Das hast du ja erwähnt, das Telefon ist ja nicht nur Störer, es ist natürlich auch ein cooles Medium, um schnell was abzuklären. Und die klassische E-Mail gehört auch weiterhin dazu. Jetzt kommt es aber in die Aufgabenorganisation und das ist, was die beiden Tools im Prinzip machen. Trello ist ein Aufgabenmanagement, Jira genauso. Jira ist eher für die Entwicklung gedacht. Das ist halt für uns ganz interessant, weil es auch im Hause bei Cybert Media eingesetzt wird. Und Trello ist für unsere Zwecke in der Regel aber auch schon ausreichend. Das Ganze basiert auf den Getting Things Done-Gedanken, hier eben Aufgaben schnell auch durchlaufen zu können. Wir haben das in der Regel so, Sie müssen sich das vorstellen wie ein Whiteboard, aber eben virtualisiert mit Spalten. Da ist der Aufgabeneingang mit Karten, die man virtuell eben anlegt. Dann geht es natürlich in den Workflow rein. Es wird bearbeitet und am Ende ist es abgeschlossen. Hinzu kommt noch eine wöchentliche Review, die wir machen, um einfach zu schauen, was ist denn passiert, was haben wir gemacht, wo schließen dann noch Folgeaufgaben an. Also das ist ein Teil, der auch mit dazugehört. Und mehr oder weniger. Mal ganz kurz, das Problem halt, was Sie vor Ort halt nicht merken. Vor Ort ist es ja so, zum Beispiel, da kommt jetzt ein Reparaturauftrag rein, dann wird der irgendwie erfasst, bei den meisten halt in dem Warenwirtschaftsprogramm, was halt miterledigen, die Werkstattorganisation mitmacht. Und dann geht er in die Werkstatt, wird dort bearbeitet, dann steht da auch physisch präsent so ein Rasenmäher und dann wird es halt bearbeitet und dann geht das wieder zurück. So, wir haben halt das Problem, wir sitzen gar nicht zusammen, wir sehen nichts. Also wir haben auch keine physischen Produkte, die uns im Weg stehen, wo wir sagen, das müssen wir jemand bearbeiten, damit das wegkommt, sondern wir müssen das erfassen. Wir müssen auch abstimmen, welche Aufgaben eigentlich gemacht werden sollen. Und das betrifft Sie genauso, wenn Sie zum Beispiel jetzt einen Mitarbeiter, der bei Ihnen in der Buchhaltung ist und dort tätig ist oder in anderen administrativen Bereichen, wenn Sie den nach Hause verfrachten, dann wollen Sie ja wissen, woran arbeitet der gerade? Und der will wissen, woran muss ich eigentlich arbeiten, woran arbeiten die anderen? Weil häufig ist ja so, dass eine Abhängigkeit besteht. Also mit A arbeiten kann, muss B seinen Job erledigt haben und andersrum. Und das muss halt koordiniert werden. Und wenn dieses, wir sprechen uns mal kurz ab, wegfällt oder sich halt nur noch in den Messenger verflüchtigt, dann muss man dafür sorgen, dass es irgendwo eine Stelle gibt, wo ich auf einen Blick möglichst visuell, optisch wertvoll sehen kann. Das ist der Stand der Dinge. Daran arbeiten wir gerade alle so. Das heißt, ich habe dann ein Gefühl, was passiert da gerade? Was kann ich überhaupt noch an zusätzlichen Aufgaben mit da reinnehmen? Was muss als erstes mal raus aus dem Projekt? Wo muss man Unterstützung leisten? Und dafür sind diese Tools da und deshalb sind die so unglaublich entscheidend. Und für mich ist halt auch so, für mich ist die Qualität dieser Tools vor allem an die Visualisierung gebunden. Also ich verzichte lieber auf ein paar extra Gadgets, die ich da noch habe, technischer Natur,
aber dafür habe ich das auf einen Blick. Das ist halt wichtig. Michael hat gesagt, Whiteboard, also dieses einfach, ich habe halt normal ja früher im Büro irgendwo diese ganzen Aufgaben vielleicht mal hängen gehabt, damit das jeder auch sofort sehen kann. Und genau das kann man halt virtualisieren, dann hat man halt Software dafür. Und persönlich finde ich halt Trello macht das sehr schön, aber mittlerweile machen andere das auch ganz nett. Aber das ist schon optisch sehr wertvoll. Vor allem kann man das schön, man kann die Aufgaben sehr einfach hin und her schieben, funktioniert auch auf Smartphone gut, deshalb bin ich ein großer Fan. Also grundsätzlich kann ich nur sagen, aus meiner Erfahrung der letzten 20 Jahre, umso besser das visualisiert ist, umso schneller man auf einen Blick Zusammenhänge erkennen kann, desto besser ist es für alle, die damit arbeiten müssen. Und darauf sollten sie sehr viel Wert legen. Deshalb ist das Tool, was wir hier einsetzen. Ich weiß aber auch, an anderen Stellen der Softwareentwicklung kommen sie um Jira und Ähnliches nicht drumherum. Da brauchen sie halt mehr Funktionalität im Zweifel. Aber ich sag mal, gerade wenn sie jetzt als zum ersten Mal sowas machen, dann nutzen sie die Tools, die besonders einfach sind, die die Mitarbeiter möglichst schon kennen. Und gerade das Problem bei den Aufgaben ist, ich vermute, dass die meisten von Ihnen sowas nicht im Einsatz haben. Das heißt, gerade dann wird es halt sehr schwierig, sich daran was Neues zu gewöhnen. Deshalb sollte die Software möglichst einfach sein und möglichst visuell sprechen, ohne dass man erstmal eine Dokumentation lesen muss oder 3 Millionen Videos sich anschauen muss, um zu verstehen, wie das eigentlich geht. Was haben wir noch? Was ist sozusagen noch an... Mir fällt nur noch ein Vorteil dieser Tools ein. Das haben eigentlich alle. Microsoft hat ja Wunderlist gekauft. Du heißt das jetzt To-Do. Die können das auch so ähnlich. Ist halt ein Label zu versehen. Das ist eine coole Sache. Also ob das Werkstatt, Rechnung oder sonst noch was ist. Und man kann die Mitarbeiter zuteilen. Also das nur nochmal, damit sie auch wissen, was man da machen kann. Das ist nicht einfach nur irgendwie so eine Zettelwirtschaft, sondern es ist eine wirklich Top-Organisation von Aufgaben, die virtuell sind. Ja, ansonsten, was nutzen wir noch? Jetzt muss ich mal nachdenken. Okay, ich meine, wir erfassen die Arbeitszeit mit einem Zeiterfassungstool. Ich habe jetzt für die Zeit, weil wir hatten am Anfang, welche Nachteile gibt es beim Homeoffice? Es ist natürlich viele Störer, ne? Und ich habe auf dem Handy eine Zeiterfassung, wo ich mir Aufgaben oder Projekte angelegt habe. Da brauche ich nur an- und auszuschalten. Das macht die Sache einfacher, da muss ich nicht drüber nachdenken, wann habe ich jetzt da am Tisch gesessen. Das müssen Sie halt mit Ihren Mitarbeitern organisieren, die da reingehen, wie Sie die Zeit erfassen, ob die am Ende vielleicht dann auf einen Zettel schreiben, also das oder in eine Excel-Tabelle, muss man sehen. Es gibt aber coole Tools, man kann einfach nach Zeiterfassung gucken, nach Apps. Bei Cybert Media ist halt eins selber geschrieben worden. Ansonsten denke ich, kann man da einfach mal schauen. Dazu vielleicht auch von mir eine wichtige Info, wenn Sie das hier zum ersten Mal machen. Das brauchen Sie nicht. Also, wir brauchen das aus einem ganz einfachen Grund, weil wir zum Teil Rechnungen auf Stundenbasis abrechnen, so wie bei Ihnen in der Werkstatt. Wenn Ihre Mitarbeiter aus der Buchhaltung zu Hause arbeiten, da brauchen Sie die nicht kontrollieren. Die müssen ihre Aufgaben erledigen. Da müssen Sie denen auch sozusagen vertrauen, dass die da arbeiten. Meine Erfahrung ist, dass viele Leute eher im Homeoffice mehr arbeiten als weniger. Das heißt, die brauchen da keine Zeiterfassung, wo detailliert irgendwas gebucht wird. Es ist ganz okay, wenn Sie dann Gefühl haben, einfach aus den Ergebnissen, dass das funktioniert. Aber solange Sie das nicht weiterfakturieren, also nicht nach außen eine Rechnung stellen, wo dann draufsteht, hat 0, so und so viele Stunden oder hat 5 Stunden irgendwas gearbeitet, brauchen Sie zumindest jetzt erstmal keine Zeiterfassung. Auch da würde ich erstmal sagen, Hauptsache die Arbeit geht weiter. Also jetzt ich mache das ad hoc, würde ich sagen, ist das eine Nice-to-have-Sache. Die kann man dann später mal nachgliedern, wenn man sagt, okay, also es ist ja nur ein Bestandteil der Arbeit. Ich meine, was wichtiger ist, es war nur ein spontaner Gedanke, den ich eben hatte, ist das, was man jetzt hier sieht. Wir nutzen natürlich auch die Möglichkeit von Videokonferenzen und da gibt es verschiedene Tools. Das hier ist jetzt Zoom, also wieder Zoom am Rechner, zoom.us. Dann nutzen wir auch noch Whereby. Ich setze die Links dann noch entsprechend da rein. Man kann aber auch natürlich Skype nutzen. Da gibt es Videokonferenzmöglichkeiten. Was fällt mir noch ein? Was hat man noch? Google bietet da entsprechend auch wieder, Google Meet bietet da auch was an. Wie gesagt, ich packe die Links rein. Haben alle ihre Vor- und Nachteile. Das können Sie aber auch einfach googeln. Also um nochmal bis zu diesem Stand einfach nochmal kurz zusammenzufassen, was Sie brauchen. Essentiell ist ein Messenger. Das nächste ist, Sie brauchen eine Aufgabenverwaltung. Und das immer schön im Netz und möglichst auch am Telefon, also am Smartphone. Und Sie brauchen auf jeden Fall eine Videokonferenzsoftware. Diese drei Sachen, WebEx fällt mir da noch ein, das sind halt die Sachen, die Sie auf jeden Fall brauchen. Teams von Microsoft. Also es gibt da ganz viele Lösungen, das können Sie auch googeln. Es ist einfach nur übergeordnet.
Sie brauchen einen Messenger, den, der Ihnen am besten gefällt oder der Ihnen am besten hilft. Sie brauchen eine Aufgabenverwaltung. Da ist meine Empfehlung, umso einfacher geht es gerade, wenn Sie damit erst anfangen in dieser Situation, so einfach wie nur gerade möglich und keine Komplexität da noch extra reinbauen. Und Sie brauchen eine Videokonferenzsoftware. Die funktionieren alle ziemlich gleich gut mittlerweile und haben auch alle die gleiche Funktionalität. Also das ist fast auch so eine Beliebtheitsfrage mehr, als dass es eine technische Frage wirklich ist. Was du jetzt noch ausgelassen hast, was denn mit Google Docs, Wiki, Conference und so weiter? Ja, das habe ich ausgelassen, weil es so zu einer Selbstverständlichkeit geworden ist, dass ich da gar nicht mehr dran denke. Also, aber das ist das, was ich eingangs erwähnt habe, ist halt die Problematik dann, wenn Sie Dinge einfach vor Ort, lokal, also elektronische Daten zur Verfügung stellen, also Word-Dokumente und so weiter, die eben nur abgerufen werden können, wenn ich dort vor Ort sitze. Wir haben irgendwann mal gesagt, lokal speichern, was soll das überhaupt? Erstens frisst das Speicherplatz auf meinem Rechner und ich kann nicht von überall zugreifen. Und das ist ja immer unser Anliegen. Wir wollen von überall zu jeder Zeit auf Daten zugreifen. Und da ist Google natürlich eine coole Sache, weil die inzwischen ja das ganze Office-Programm, was es damals bei Microsoft gab, abgebildet haben. Und das für jeden mit einem Gmail-Konto dann auch erreichbar ist. Man kann Dokumente freigeben. Sie haben Tabellenkalkulation und auch eine Art Schreibprogramm wie Word eben. Mehr braucht man in der Regel schon auch gar nicht. Und das Schöne ist halt, Sie laden es da hoch. Jeder kann es runterladen. Sie können Links teilen und haben jederzeit darauf Zugriff. Klar, wir haben natürlich auch noch eine Rechnungssoftware, die auch so gesehen ein Cloud-Dienst ist. Da ist natürlich auch, wenn Sie das jetzt nicht haben, die Überlegung dahin irgendwann mal auszuweichen oder vielleicht eben überbrückungsweise die Rechnung auch in so einem Google-Dokument zu erfassen. Das müssen Sie sehen. Es gibt halt so viele unterschiedliche Situationen, also die fallen mir jetzt auch gerade nicht ein. Aber Sie werden, denke ich mal, schon eine Verwendung dafür finden, das Google Drive zu nutzen. Also man kann auch Fotos hochladen etc. Und jetzt kommen wir noch zu dem anderen Thema, was Sie natürlich auch noch nutzen sollten, ist Ihre Webseite. Moment, aber ich will noch einen Satz noch zu dem Thema Dokumentieren und so weiter. Das ist halt super wichtig. Und auch da würde ich aber sagen, nutzen Sie das, was Sie jetzt schon haben. Sprechen Sie mit Ihren Warenwirtschaftssystemanbietern. Die können Sie virtualisieren. Also die können dafür sorgen, da ist ein Server in Ihrem Geschäft vor Ort oder bei dem Anbieter. Darüber können Sie dann von zu Hause mit Ihrem Rechner, also mit dem Notebook oder mit dem Tablet oder mit dem Smartphone auch unterwegs auf die Daten zugreifen, haben das Realtime. Damit haben Sie die wichtigsten Sachen schon abgefedert. Also insbesondere das Thema, wo ich glaube, dass Sie das wirklich auch jetzt schon virtualisieren können und die Leute ins Homeoffice schicken können, nämlich Buchhaltung, Faktura, das können Sie alles weglagern. Die Leute müssen meiner Meinung nach nicht bei Ihnen vor Ort sitzen. Wenn Sie da jemanden haben, der das den ganzen Tag oder Teilzeit macht, schicken Sie ihn nach Hause, dann sorgt er schon mal dafür, dass weniger Ansteckungsgefahr herrscht und für ihn und für ihr Team. Und das ist schon mal ganz, ganz einfach zu lösen. Und ja, wenn Sie dem ein Notebook kaufen müssen, kaufen Sie mal eins. Also ich meine, das sind minimale Kosten im Verhältnis zu Mitarbeiterausfällen. Und wenn der ein Smartphone braucht, dann kaufen Sie ihm eins. Wie gesagt, die Kosten sind minimal im Verhältnis dazu, wenn Sie auf einmal die Leute nicht mehr am Arbeiten haben. Das ist eine ganz andere Nummer. Deshalb nutzen Sie die Möglichkeiten und virtualisieren Sie oder nutzen Sie die Möglichkeiten, die auch schon da sind, die Sie vielleicht bisher, wo Sie gesagt haben, das brauche ich nicht, die Leute sind ja eh hier und die sitzen da hier an Ihrem Desktop-Rechner und dann können Sie hier die Rechnungen schreiben und die Buchhaltungsthematiken angehen. Das brauchen die nicht zu Hause machen. Das hat sich jetzt verändert und vielleicht ist es ja ein Projekt, was Sie immer schon mal angehen wollten. Jetzt haben Sie einen wirklich guten Grund, das jetzt anzugehen und das Problem zu lösen. Und ja, richtig. Jetzt kommen wir zum zweiten Teil. Du musst nachher unbedingt einen Link hier hinsetzen für die, die sozusagen das organisatorische überspringen wollen und dann diesen Teil angehen wollen. Jetzt haben wir schon ganz schön lange darüber gesprochen. Ja. Nur eine halbe Stunde, würde ich sagen. Sprechen wir darüber, was man machen könnte, wenn man darüber nachdenkt, wie das Geschäft weitergehen soll. Also als Fachhändler, Einzelhändler vor Ort wird es nicht einfach werden in den nächsten Monaten. Das ist mein Gefühl zumindest.
wenn ich das hier in Münster sehe, schon in der letzten Woche und in der vorletzten Woche, ich konnte es merken, wie immer weniger Menschen auf den Straßen waren. Das trifft die Einzelnen. Natürlich kenne ich ja auch eine ganze Menge. Die macht das nicht glücklich und die wissen auch nicht, wie das in der Zukunft laufen soll. Also stellt sich ja die Frage, was tun wir? Und die Nachricht von gestern kam, die von Amazon sagt, Amazon wird auch keine Lösung sein. Amazon hat für die USA gesagt, sorry, wir haben schon Bereiche im Haushaltswarenbereich, da können wir nicht mehr liefern, da sind wir leer. Und wir werden auch den Amazon Prime Services schneller liefern, das wird langsamer werden, weil wir auch Ausfälle haben, weil Leute krank werden etc. Das heißt, man kann natürlich im Moment versuchen, alles ins Netz zu verlagern, nur die Logistik, die große Logistik mit der Warenlieferkette, die bis nach China reicht, die wird irgendwann enden. Und ich erinnere mich so an Diskussionen, ja, Frühbezug und so ist alles Mist. Ich glaube, es ist nicht schlecht, dass Sie einen Frühbezug gemacht haben, weil die Ware, die Sie jetzt vor Ort stehen haben, die hilft Ihnen. Und ich würde sagen, erzähl mal, was du damit anfangen würdest, Michael. Also, ich würde natürlich schon überlegen, wie kann ich jetzt tatsächlich mein Geschäft virtuell vor Ort dann auch abbilden oder was sind denn eigentlich meine Vorteile, also wenn man jetzt nicht aufs Netz geht, die ich jetzt als Händler habe. Und du hast ja schon jetzt gerade ein Ding erwähnt, das ist, sie haben einen Lagerbestand, der da ist. Es gibt auch noch die großen Zulieferer, die Ersatzteile, die werden auch noch, haben schon öfters welche gesehen, die werden auch noch zumindest ein paar Tage, glaube ich, ganz gut liefern können. Ist die Frage, wann das ist dann natürlich auch endlich. Aber dieses große Lager bilden sie im Kleinen ab. Das heißt, sie können jetzt noch liefern. Und das Schöne ist, sie haben ja tolle Service-Dienstleistungen, die sie dem Kunden jetzt anbieten können, der vielleicht auch gar keine Lust hat, in ein Geschäft zu gehen. Sie können sagen, hey, ich hole dir die Sachen ab und ich bringe sie dir auch hin. Du brauchst mir das nur draufzustellen und mir zu schreiben. Vielleicht über Messenger oder rufst halt an, egal. Und dann können sie das machen. Das ist ja eine Dienstleistung, da sind sie ja erfahren drin, das machen sie ja schon lange. Und das ist ein sehr, sehr großer Vorteil und vielleicht werden sie sogar noch länger liefern als der große Onliner, der das jetzt die ganze Zeit konnte, weil sie eben auch noch relativ viele Produkte vor Ort haben. Also das ist das, was mir jetzt direkt einfallen würde. Was sie natürlich auch noch dann machen können, ist das Ganze oder machen sollten, ist genau diesen Punkt eben auf der Webseite zu kommunizieren. Und in den sozialen Medien, das muss deutlich hervortreten, dass sie das machen. Das ist so der eine Punkt. Das andere ist noch bezahlen. Ich weiß aber nicht, ob du jetzt noch auch dazu was sagen willst. Also ich finde, das ist jetzt so eines der Dinge, die wirklich sehr, sehr hervorstechen. Und genau. Ja, dass sie natürlich nicht nur die Sachen einfach abholen und sich die angucken, sondern sie machen ja was damit. Sie reparieren die Sachen ja. Sie können sogar vielleicht mit dem Kunden dann sprechen und sagen, hör mal zu, den Rasenmäher, den du da mal hingestellt hast, der ist schrottreif. Aber ich habe hier noch einen stehen, den bringe ich dir morgen vorbei oder heute noch. Ich will nochmal den Punkt aufgreifen. Also das Lager hatten wir, glaube ich. Also das ist jetzt eigentlich ganz gut. Also Amazon ist übrigens auch das Lager sich so voll, also sämtliche Lager sich so voll gedrückt, wie es gerade ging, bis halt dann aus China nichts mehr rauskam. Merkt man halt auch der Nachteil, wenn auf einmal nur noch ein Land wirklich viel produziert ist. Merkt man jetzt auch, Globalisierung hat halt ihre Schattenseiten, wenn sowas, so eine Katastrophe da über uns hereinbricht. Aber sie sind gut bestückt und wir hatten das Thema letztens, AS Motor zum Beispiel, 90% Produktion in Deutschland, ich glaube, die werden auch noch ein bisschen weiter produzieren. Also da ist diese Lieferkette nicht so lang. Vor allem reicht die nicht so weit. Da muss nicht zwischendurch so ein großes Schiff erstmal 6 Wochen unterwegs sein, sondern die Dinge passieren einfach weiterhin hier vor Ort. So, aber zurück zu dem Thema Liefern und Auslieferung und so weiter. Das ist nämlich genau das Problem, was Amazon dort auch hat. Das haben sie natürlich auch. Also wenn sie Päckchen verschicken, das wird schwierig für sie genauso. Also da, wo sie wirklich Online-E-Commercer sind und in die Welt verschicken. Aber wenn sie in ihre Region ausliefern, das machen sie ja selbst. Und solange sie Mitarbeiter haben, die arbeiten und ausliefern können, ist es schon mal ein Riesenvorteil. Das heißt, sie wollen natürlich jetzt umso mehr auf ihre Website hinweisen, damit die Leute sehen, okay, das ist das, was Produkten verfügbar ist. Das heißt zum Beispiel ganz konkret für Gartentechnikum, sie sollten jetzt wirklich Angebote so machen, dass den Menschen draußen klar ist, was bei ihnen verfügbar ist vor Ort, dass sie das auch wirklich liefern können und nicht abhängig davon sind, dass ihnen das erstmal zugeliefert wird. Und sie sollten auch Angebote gerade für den Servicebereich machen. Wenn der Rasenmäher ausfällt und der 70-Jährige, der in seinem Garten diesen ausgefallenen Rasenmäher hat, vielleicht auch einfach Angst hat, jetzt rauszugehen und zu ihnen zu fahren,
bieten Sie dem doch an, dass Sie das Ding abholen. Also fahren Sie dahin und holen ihn ab. Also die Food Delivery Leute, hier Lieferando und so, die machen jetzt Contactless Delivery. Das können Sie auch. Sie sagen dem einfach, stellen mir das Ding da draußen hin, dann fahren Sie dahin, holen es ab, reparieren es und stellen Sie wieder dahin. Samt der Rechnung, kann er online überweisen, fertig. Sie müssen mit den Menschen nicht unbedingt sofort sprechen. Und ich bin mir ziemlich sicher, also schauen Sie nach Italien, schauen Sie nach China, die Leute werden verunsichert sein und die werden sozialen Kontakt irgendwann, wenn Sie es jetzt begriffen haben, vermeiden wollen. Bieten Sie denen eine Lösung dafür an. Und die einfache Lösung ist, Sie fahren dahin, holen es ab und stellen es Ihnen wieder hinter dahin. Und natürlich lassen Sie sich das berechnen. Also ich meine, berechnen Sie das. Das ist ja nichts, was man jetzt for free bekommt. Aber damit können Sie die Dienstleistungen, die Sie vor Ort machen, weiterhin anbieten. Das müssen Sie den Leuten jetzt aber auch klar sagen. Das heißt, Sie müssen das entsprechend bewerben. Das sollte vorne auf Ihrer Website stehen. Und das sollte in den sozialen Medien, wo Sie kommunizieren können, stehen. Bieten Sie nicht mehr nur den Lieferdienst an, sondern halt auch die Abholung für die Werkstatt. Das machen ja viele auch in vielen Bereichen. Zum Beispiel bei Mährobotern, die werden dann im Herbst eingesammelt und jetzt im Sommer, also im Frühjahr, jetzt wieder rausgebracht. Das passiert ja schon. Sie sind ja auch dafür eingerichtet. Das heißt, das sollten Sie nur den Leuten jetzt mitteilen. Die Menschen wissen das nicht. Die sind aber verunsichert. Das heißt, Sie kennen Ihre Zielgruppe ja auch und das sind viele Leute, die sind über 70, die wollen aber jetzt raus. Die sehen, die Sonne scheint, die Saison hat angefangen und jetzt funktioniert der blöde Rasenmäher nicht. Was tun die denn jetzt? Die rufen vielleicht bei Ihnen an, vielleicht haben die aber auch einfach Schiss. Also kommunizieren Sie nach außen. Ja, und die Kommunikation, das hast du ja schon erwähnt, auf der Webseite, in den sozialen Medien, man kann das noch anreichen, auch mit Videos, einen YouTube-Kanal bestücken, aber klar, das heißt auch natürlich nochmal initialer Aufwand. Wer schreibt, der bleibt. Also das ist da. Sie haben WordPress bei uns. Das brauchen Sie nur zu öffnen, sich einzuloggen und dann genau das als Beitrag erstmal einzustellen. Und ansonsten sind wir da erreichbar. Ich habe auch schon zu einigen Händlern gesagt, wenn es nicht anders geht, das war ja so mitten in der Saison, ruf auch mal außerhalb der Zeiten an. Das können wir gerne terminlich vereinbaren, also außerhalb der Ladenzeiten. Das wird jetzt vielleicht ja gerade eher andersrum werden. Das werden wir sehen. Also ich wollte damit nur sagen, dass wir da sind, Ihnen da auch direkt zu helfen, um diese Informationen auf die Webseite zu bringen. Das ist, denke ich, das A und O. Und ich hau auch nochmal das andere Video rein. Wir haben ja schon kürzlich gesagt, was müssen Sie eigentlich als Händler vorbereiten für die Saison tun? Da rate ich Ihnen, dieses Video dann auch nochmal anzuschauen, weil da im Prinzip alles drin ist, was Sie jetzt machen können und auf jeden Fall auch tun sollten, um Ihr Geschäft weiter voranzutreiben. Du hast ja schon gesagt, Online-Verkauf, also reines E-Commerce könnte auch schwierig werden, weil die Abhängigkeit da ist. Wir haben aber die Bezahlfunktion, die möchte ich nochmal erwähnen, so eingerichtet, dass man auch sagen kann, der Kunde kann mit PayPal bezahlen, aber Sie können dort eine Information hinterlegen, dass das zum Beispiel nur bei Lieferung erfolgt oder Selbstabholung. Und man könnte dann natürlich noch reinkommunizieren, ob das überhaupt noch geht. Ich habe schon gelesen, ein Händler hat vorsichtshalber geschlossen und bietet das genau an, Lieferung und Abholung. Das kommt natürlich immer auf die Situation dann auch vor Ort an. Und das ist natürlich auch eine ganz klare Stärke von WordPress oder auch in Kombination mit Social Media. Sagen Sie den Kunden, was los ist, wie und wann Sie geöffnet haben. Ich denke, das ist ganz wichtig, dass jeder weiß, wie nehme ich denn jetzt am besten mit Ihnen Kontakt auf, wenn ich irgendein Problem jetzt habe oder ich, so wie du sagst, da jetzt sitze, immerhin das Glück habe, einen Garten zu haben, aber sehe, da muss was getan werden und es funktioniert was nicht. Und vielleicht auch genau das Gleiche für die Kommunen. Vielleicht haben Sie da momentan auch besondere Lösungen. Packen Sie das auf die Webseite drauf, also deutlich, dass es jeder sehen kann. Und wie gesagt, unterstützen tun wir sehr gerne dabei. Richtig, wir unterstützen Sie dabei. Aber nochmal der Appell, Sie müssen sich einfach über die zeitliche Dimension auch bewusst werden. Ich glaube, das machen viele Menschen. Ich habe immer noch das Gefühl, viele denken, das ist so in ein, zwei Wochen ausgestanden und das Thema ist dann durch. Das wird so nicht sein. Ich bin da fest von überzeugt, dass wir dann auf jeden Fall mindestens mal 2 Monate mit zu tun haben, denn
das ist ja keine These, die ich einfach so in den Raum werfe. Das kann man sich in China ja anschauen. In China fangen ja jetzt gerade die langsam wach dort das öffentliche Leben wieder auf, über zwei Monate später. Also zum Beispiel, Apple hat gerade alle Apple Stores weltweit geschlossen, außer die in China. Die haben nämlich gerade wieder eröffnet. Ja? Also das ist die Situation. Und das ist eine Zeitverzögerung, die unsere Branche jetzt in dem Gartentechnikbereich ganz massiv trifft, weil die voll in die Saison reinfällt. Also es trifft uns jetzt genau in den nächsten 1-2 Monaten, wahrscheinlich eher 3. Das heißt, Sie sollten alles daran setzen, jetzt so virtuell wie möglich zu Ihren Kunden zu kommunizieren und denen auch entsprechende Lösungen anzubieten. Ich denke da, wie gesagt, insbesondere das Thema Abhol- und Bringservice, das ist jetzt wirklich wichtig, wenn Ihre Werkstatt nicht plötzlich da leer stehen soll und da niemand mehr was zu arbeiten hat, was eine Katastrophe wäre. Und genauso gilt das für die Neuprodukte, wenn Sie verkaufen wollen. Sie müssen jetzt sprechen mit Ihren Kunden und denen ganz klar sagen, kein Problem, wir holen die Sachen ab. Also natürlich, solange Sie können. Ja, das ist ja auch die nächste Sache. Aber das kann man halt überhaupt nicht beeinflussen. Aber solange Ihre Mitarbeiter fit sind, machen Sie das. Liefern Sie aus und holen Sie Produkte ab. Ja, natürlich hat das auch so Sachen, ein Thema Desinfektion und so, das sollten Sie jetzt halt auch beachten. Das ist halt alles nicht witzig momentan. Und ich finde es auch faszinierend, dass einige Leute das immer noch so als so ein Spaßthema hinnehmen. Also jedenfalls, seien Sie da ganz proaktiv jetzt, weil die Saison läuft, Sie wollen aus dem Fenster gucken. Und Sie sollten nicht warten, bis auf einmal niemand mehr in Ihrem Geschäft steht. Dann ist nämlich die Katastrophe da. Also nutzen Sie jetzt die Möglichkeiten und die Chancen, die Ihnen auch Gartentechnikcom bietet. Nutzen Sie das Tool, nutzen Sie das Angebot von Michael. Wir natürlich können das auch nur so lange, wie wir fit sind, aber Sie können halt Kontakt aufnehmen und wir helfen Ihnen da genau diese Information noch auf die Website zu bringen und sorgen Sie dafür, dass Ihre Kunden das verstehen, das und wie Sie am besten erreicht sind und was es für Dienstleistungen gibt, die Sie halt auch ohne das Vorbeikommen erledigen können. Der Kunde muss nicht zu Ihnen kommen. Sie können die Beratung auch telefonisch machen. Das ist alles möglich und Sie haben halt den Vorteil, Sie sind vor Ort in der Region. Sie können das Problem lösen, auch jetzt und deshalb kommunizieren Sie das an Ihre Mitarbeiter jetzt und nutzen Sie das Internet. Sagen Sie ihnen, wir müssen nicht miteinander direkt in Kontakt kommen. Davor werden gerade die Hauptzielgruppe, das sind die Älteren, die werden davor mit jedem weiteren Tag nur immer mehr Angst haben. Und diese Angst müssen Sie ihnen nehmen, indem Sie sagen, das brauchen wir gar nicht. Alles gut, wir können das alles hier schön über Medien vermitteln. Wir liefern, wir holen ab, wir reparieren, liefern zurück. Alles kein Problem. Reden Sie mit denen. Ja, denke ich, das ist auch das A und O und die Tools, ein Großteil haben Sie schon davon, andere haben wir eingangs erwähnt. Ich denke, das ist aber die Hauptsache, was du eben gesagt hast, Gerrit, dass nach außen dem Kunden vermittelt wird, wie kommen wir eigentlich jetzt zusammen? Ne? Und da können Sie dann Ihr Geschäft auch, sag ich mal, irgendwie aufrechterhalten. Ne? Das ist ja ganz wichtig und du hast ja auch schon gesagt, das Geschäft ist eigentlich da. Sie haben immerhin Kunden, die auch in der Situation eigentlich sind. Die haben Haus und Garten, die werden jetzt da nicht mehr zahlungsfähig sein in den nächsten 2 Monaten, in der Regel. Also das sollte. Deshalb, ich will noch mal an den Anfang zurückkommen. Ich halte das nicht für so witzig, das Thema. Liquidität ist extrem wichtig. Das heißt, Sie wollen Ihre verdammten Rechnungen rauskriegen. Sie wollen, dass Ihre Faktura also funktioniert. Das heißt, Sie wollen, dass die Mitarbeiter, die das machen, arbeiten können. Schicken Sie die nach Hause. Die müssen dafür nicht bei Ihnen im Büro sitzen, also im Laden sitzen. Das ist nicht erforderlich im Regelfall. Notebook kaufen, Smartphone kaufen und dafür sorgen, dass die in Ruhe arbeiten können. Das heißt, im Zweifel mit den Warenwirtschaftssystemanbietern noch sprechen, wenn das bei Ihnen noch nicht schon sowieso passiert ist und die Möglichkeit so oder so passiert. Aber nutzen Sie auch das. Und dann natürlich sorgen Sie dafür, dass die Sachen, die Sie haben, im Lager stehen haben, jetzt auch verkauft werden können. Und da müssen Sie halt den Leuten die Angst nehmen. Das ist das Einzige, was ich Ihnen dazu sagen kann. Ansonsten kann ich nur sagen, halten Sie sich an all das, was da draußen gesagt wird. Und zwar von der Bundesregierung, von der WHO und nicht in irgendwelchen WhatsApp-Gruppen, weil es gibt Menschen, die ich einfach aus meinen Kontakten jetzt komplett gestrichen habe. Das habe ich schon mal gemacht im politischen Kontext und jetzt mache ich es bei denen, die absoluten Dreck hier verbreiten. Halten Sie sich an das, was aus den vernünftigen, sinnvollen Medien kommt. RTL-News und Ähnliches brauchen Sie im Moment nicht und die Bild-Zeitung noch viel weniger. Das sorgt nur für Aufregung, die ja nicht sinnvoll ist.
Ja, zu guter Letzt fällt mir jetzt so ein bisschen Praxisbezogenes ein. Ich muss sagen, alle Händler, mit denen ich jetzt Kontakt hatte, sind gerade das Gegenteil von irgendwie, haben so, nicht so ein Mist im Kopf, sondern haben die Testtage, die es jetzt gibt, die Hausmessen, alle vorsorglich abgesagt und haben dort auch einfach geschrieben, dass ihnen die Gesundheit ihrer Kunden wichtig ist. Und ich muss auch da mal sagen, da habe ich großen Respekt davor, weil wir wissen, es sind viele Familienbetriebe, die klein sind, die über Jahre ihr Geschäft aufgebaut haben und die jetzt eigentlich an solchen Tagen richtig Geschäft machen. Ja? Wenn so ein schöner Tag ist und sie machen am Samstag einen Tag der offenen Tür, ist da richtig was los. Ja? Und da verzichten sie drauf. Also da muss ich auch sagen, jeder, der das tut, ziehe ich meinen Hut davor. Und dazu haben sie die Medien, es zu kommunizieren. Das waren einige Anfragen, die ich jetzt in der letzten Woche hatte. Herr Winsemann, können Sie bitte, ich hatte gerade kurz vorher geholfen, diese Infos auf die Webseite zu bringen. So 14 Tage später haben wir sie wieder runtergenommen bzw. verändert. Das ist immer wichtig, Nachrichten nicht einfach auch löschen unbedingt, sondern was dahinter schreiben. Aber jetzt komme ich wieder ins Detail. Also das nur noch mal so aus der Erfahrung raus, was passiert ist. Und ja, ich denke, auch das wird an uns vorübergehen. Und Auf jeden Fall. Und du hast völlig recht. Also ich meine, das ist ja die Stärke dieser Branche auch. Ich meine, das muss man ja auch ganz klar sagen. Wir haben hier halt Familienbetriebe am Start. Wir haben hier sehr viele Unternehmer am Start. Wir haben ja keine, es gibt ja keine Ketten oder irgend sowas hier, wo jetzt sozusagen das sich einfach zusammenfaltet, sondern das sind ja alles sehr also langjährige, jahrzehntelange, manchmal mit Unternehmen mit einer 100-jährigen oder länger Geschichte. Die fallen ja auch nicht um. Ja? Aber diese Situation ist schon besonders und wir müssen jetzt uns alle darauf einstellen. Aber so zum Abschluss, ich bin auch der festen Überzeugung, das geht an uns vorüber. Ja, also das ist nicht schön und wir haben halt eine Verantwortung gegenüber allen, die chronische Krankheiten haben oder die halt einfach alt sind und über 70 sind. Und dafür ist es jetzt an uns zu sagen, okay, wir laufen jetzt nicht da raus und stellen uns da in die Eisdiele, in die Schlange rein und sorgen dafür, dass dieses Zeug noch schneller verbreitet, weil das Gesundheitssystem damit halt nicht klarkommt. Und diese Verantwortung müssen wir doch übernehmen und trotzdem müssen wir halt schauen, wie wir die Mitarbeiter ja auch bezahlen und wie das halt an der Stelle weitergeht. Und insofern ist es halt wichtig, jede mögliche Maßnahme zu treffen, die halt auch das diesen Betrieb halt aufrechterhält. Und wie gesagt, Sie haben auch Möglichkeiten, das zu virtualisieren und Sie haben auf jeden Fall auch mit uns die Möglichkeiten, diese Informationen nach außen zu geben. Deshalb sprechen Sie mit Ihren Kunden, weisen Sie darauf hin, wie das läuft. Und ja, im Zweifel machen Sie eine Zeit lang wirklich nur in Anführungsstrichen Versandhandel in Ihrer Region. Dann ist das halt so, wenn das so hart auf hart kommt. Aber bis dahin kann man halt auch noch das noch in einem Mischbetrieb machen. Aber wie gesagt, wenn Sie mit Ihren Kunden nicht sprechen, dann wissen die das nicht und ja, dann ist es nicht gut und dann ist die Saison vorbei und das will niemand. Deshalb reden Sie jetzt mit uns und mit Ihren Kunden und nutzen Sie alle digitalen Wege, die Ihnen zur Verfügung stehen. Und ansonsten, wir kommen da durch und gute Gesundheit. Genau, ja, ich drücke auch einfach uns allen die Daumen und ja, wir sprechen uns in der kommenden Woche wieder. Wir fallen hoffentlich nicht aus. Und in diesem Sinne, bis zur nächsten Montagsrunde.